Wir selber waren lange ein Hochleistungsbetrieb, also wir hatten Hochleistungskühe mit einer sehr hohen Milchleistung, Düngemitteleinsatz mit vielen verschiedenen Futtermitteln für die Kühe, sehr verschiedene Komponenten, eine sehr leistungsbezogene Fütterung. Und für mich ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, da war es nicht mehr stimmig. Ich habe dann gesagt, es muss wieder einfacher gehen. Und für uns war das dann ganz logisch, wenn es einfacher gehen soll, dann werden wir weniger Milch produzieren. Dann wollen wir aber die Milch produzieren, hinter der wir auch stehen können. Und das war eben die Biomilch. Wir sind 2001 Bio geworden. Umgestellt auf Heumilch haben wir 2007. Da kam immer eins zu dem anderen dazu. Also ich sehe das tatsächlich so, dass die Heumilchproduktion eine sehr naturnahe und ursprüngliche Form der Viehwirtschaft ist. Die Kuh würde Heu fressen, wenn sie Heu finden würde in der Natur. Wenn man denen zuschaut, das ist unglaublich, die fressen, das ist so wohltuend. Und man merkt richtig, wie die in das Futter reinknien und wie die Kühe das Futter lieben, das Heu, und wie das denen tut, gut tut. Das ist wie Medizin. Von Alters her, auch meine Vorfahren, die haben nur Heu gemacht. Und ich bin heute wieder froh, dass ich genauso meine Kühe verwöhnen kann als mein Großvater und dann auch noch lange mein Vater. Und ich sehe die Heumilchproduktion als sehr ursprüngliche Form der Landbewirtschaftung und stehe deshalb voll dahinter. Wir sind froh, bei Baldorf zu sein, weil wir endlich das Gefühl haben, angekommen zu sein. Wir sind so nahe an der Käserei, dass das einfach nur zusammenpassen kann. Diese kurze Entfernung, die kurzen Wege und die gemeinsame Denkart, wie wir eben mit uns und mit der Natur umgehen.